Ja, der kleine Emil ist gerade recht aufgeregt. Und wenn ich jetzt gleich nicht einwirken würde, würden wir quasi so unseren Spaziergang fortsetzen. Da lernt er aber nichts von, sondern ja schon, aber nicht das, was ich möchte. Und auf Dauer ist das für mich ziemlich anstrengend, hier so durch die Gegend geschliffen zu werden. Er kennt gut ein Stoppsignal. Stopp! Reagiert da gerade aber auch überhaupt nicht drauf. Deswegen bleibe ich jetzt mal stehen und warte mal ab, was passiert. Ja, er kommt zumindest zurück. So, was tut man jetzt? Tatsächlich ist die allereinfachste und erste Maßnahme, dass man seine Runde nicht fortsetzt, sondern denselben Weg ein Stück erstmal zurückgeht. Kehr um! Das war das Umkehrsignal, was er sehr schön befolgt, super Emil. So, und jetzt gehen wir erstmal denselben Weg zurück. Da haben wir ein Schütteln, das ist sehr gut. Das bedeutet, meistens ist der Hund wieder so ein bisschen in die Menschenwelt zurückkehrt. So, und was man jetzt als erstes dann sieht, dass er nicht mehr so vorne weg galoppiert, sondern auch Zeit hat zum Schnuppern links und rechts. Und das ist ein erstes Indiz dafür, dass der Hund wieder so ein bisschen von seinem Erregungslevel runterkommt. Und so soll tatsächlich auch ein Spaziergang aussehen, dass der Hund sich Zeit nimmt für Schnüffeln, für Pipi machen und ähnliches. Und auch geistig halbwegs anwesend ist und nicht einfach so vorwegzieht. So, jetzt sind wir ein paar hundert Meter in die andere Richtung gegangen. Jetzt gehen wir erneut zurück. Kehr um. Übrigens, dass er freiwillig gucken kann, ist auch ein Indiz. Und jetzt gehen wir den Weg wieder lang. Ja. Und bei Emil tritt der Effekt relativ schnell ein, dass er sagt, okay, jetzt ist der Weg schon nicht mehr ganz so spannend, weil wir den ja schon einmal gegangen sind. Mal gucken, ob er auf Stopp reagiert. Stopp! Klick! Sehr gut! Siehe da, dann kann er auch auf Stopp reagieren. Markersignal ist gerade nicht mega spannend, beziehungsweise das versprochene Futter. Emil, komm! Aber, Emil, komm! Hol dir mal dein Futter ab. Er soll es fressen, weil er soll sich Zeit nehmen. Such, such, such. Such, 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 Emil. Such. Zu fressen. Denn wer Zeit hat zum Fressen, der hat auch Zeit, sich zurückrufen zu lassen und Zeit für andere Dinge. Also eine elementare Sache. So, jetzt muss man einmal die Leine hier in den Baum fischen. Gut, jetzt gibt er wieder richtig Gas. Stopp! Klick! Kann aber. Klick! Super! Auf Stopp reagieren. Da war er leider aus dem Bild ein bisschen raus. Müsst ihr mir jetzt einfach glauben. Such! Such, Emil! Such! Sehr gut. Das heißt, da haben wir schon mal einen kleinen Fortschritt. Er kann immerhin auf Stopp reagieren. Wir drehen aber nochmal um. Okay! Um! Weil er mir für meinen Geschmack ein wenig zu flott wieder nach vorne los ist. Also gehen wir wieder ein kleines Stück zurück und gehen dann gleich wieder in die eigentliche Richtung, in die wir wollen. Ist müßig. So schafft man auch eher kleinere Strecken zu Beginn. Aber der Hund lernt was draus und wird wahrscheinlich nach wenigen Tagen bereits vernünftiger und stressfreier diesen Weg bewältigen. Und so kann ich einen Hund, der in einer Umgebung neu ist und überfordert ist, gestresst ist, dazu bringen, dass er besser mit seiner Umwelt zurechtkommt und wir letztendlich möglichst zeitnah auch entspannte Spaziergänge haben können. Das ist quasi Sinn dieser Übung. Kehr um! Jetzt gehen wir wieder in die eigentliche Richtung. Er ist schon so ein bisschen, oh, was ist das denn hier? Hin und her, weiß die überhaupt, was die will? Ja, weiß ich sogar ziemlich genau. Genau. Für einen
Hund, der gerne apportiert, ist es auch immer eine schöne Stressabbaumöglichkeit, an Ästen zu knabbern. Ich weiß, hat auch viele Gesundheitsrisiken, muss man dann wieder ein bisschen abwägen. Ich könnte ihm jetzt alternativ auch was aus meiner Tasche geben. Aber prinzipiell finde ich es schon mal gut, die Strategie jetzt Stress über sowas loszuwerden, statt einfach wie ein Irrer nach vorne zu rennen und da vorne weg zu galoppieren. Deswegen lasse ich ihm das jetzt, dass er diesen Stock hier mitschleppen will. Klick, super. Jetzt hat er auch immerhin auch wieder Zeit für den freiwilligen Blickkontakt. Auch wenn er das Leckerchen sich noch immer nicht so mega freiwillig abholt. Jetzt kommen wir wieder an die Stelle, wo er eben so Gas gegeben hat. Er wird wieder ein bisschen schneller, bleibt aber noch im Trab. Stopp! So, und schafft es wieder nicht. Kehr um! Das heißt, wir wiederholen das Prozedere. Ihr wisst jetzt, wie es geht, deswegen werde ich euch jetzt ausschalten. Und ja, hoffe, dass für den einen oder anderen da eine Anregung mit dabei war. Liebe Grüße.